Also das ist das Buch, von dem ich gerade sprach. Das ist auch der Grund, weswegen wir heute hier zusammensitzen. Das Buch ist im Kreuz Verlag erschienen. Der Kreuz Verlag gehört zum Herder Verlag. Ich bin Manuel Herder, Verleger desselben. Und die Programmleiterin des Kreuz Verlages ist die Dame in dem schönen roten Kleid, Elke Rutzenhöfer, die uns dieses hier in Zusammenarbeit mit ihr beschert hat. Da kommen auch sehr schöne Kirchentagserlebnisse vor. Das sind ja zum Teil Predigten. Eine ist sehr schön, da schildert Margot Kessmann, wie sie genau in so einer Runde sitzt und eine Frage in den Raum stellt. Und die Antwort war, nee, Frau Kessmann, Sie sollen predigen, nicht wir. Wie ist das eigentlich, wenn man in einer Rolle ist, wo im Grunde ständig Leute Antworten von einem erwarten? Also ich denke, dann ist es wichtig, so klar zu bleiben, dass ich auch bei vielen Punkten sage, ich habe keine Antwort. Oder ich kann nur versuchen, für mich eine Antwort zu finden, aber ich kann verstehen, wenn jemand anders eine andere Antwort findet. Sondern es ist eine Frage der Haltung, dass du versuchst, selber zu denken, selber Fragen zu stellen und dann für dich persönlich aus deinem Glauben heraus, möglichst in der Lektüre der Bibel und im Dialog mit anderen Christinnen und Christen, Antworten zu finden. Und die können verschieden sein. Das finde ich an meiner Kirche ja wirklich gut, muss sagen. Du bist ein guter Katholik, ich weiß, aber ich bin jetzt Protestantin. Und ich finde, also nein, ich finde das bei uns gut. Es gibt verschiedene Antworten, das ärgert uns manchmal, weil wir denken, können wir nicht mit einer Stimme sprechen. Aber genau das ist protestantisch, dass du ringsrum und dann irgendwann respektieren musst, sie hat eine andere Meinung als ich. Aber in der Sache werden wir uns nicht absprechen, Christ oder Christin zu sein. Und das ist was ich zum Beispiel in den USA, finde ich, als ganz großes Problem sehe. Das habe ich in dem einen Aufsatz da ja auch geschrieben. Da gibt es inzwischen 237 evangelische Denominationen, das muss man sich mal vorstellen. 22 lutherische Kirchen, die zum Teil keine Abendmahlsgemeinschaft haben. Und dann sitze ich bei einem Thanksgiving-Dinner. Und dann sagt mir der Mann neben mir, immer wenn er sich über seine Kirche ärgert, gründet er einfach eine neue. Jetzt hat er schon die dritte gegründet. Ja? Und das ist schlecht am Protestantismus. Da finde ich die Katholiken wieder gut. Die sagen, wir sind verschieden, aber wir bleiben eine Einheitskirche. Und da wünsche ich mir, dass wir auch ein bisschen selbstkritisch sind als Protestanten. Also wir müssen auch zusammenhalten. Geht auch nicht nur, dass jeder ganz seinen eigenen Kopf hinhält. Das heißt, die Idee, dass du auch mal eine eigene Kirche gründen könntest, ist damit... Ist damit vom Tisch ein für alle Mal. Dankeschön. Schade eigentlich.